Wie gefährlich ist die AfD? Ja, die Frage kann man ruhig mal stellen, gerade nach den seltsamen Äußerungen, die innerhalb der Partei in den letzten Tagen getätigt wurden. So sagte Frauke Petry, Vorsitzende der Alternative für Deutschland, gegenüber dem Mannheimer Morgen, dass die Polizei an der Grenze notfalls auch Schusswaffen gegen Flüchtlinge einsetzen müsse. Zitat: Kein Polizist will auf einen Flüchtling schießen. Ich will das auch nicht. Aber zur Ultima Ratio gehört der Einsatz von Waffengewalt. Tja, wer will die schon abknallen? Aber was muss, das muss. Petrys Stellvertreterin Beatrice von Storch hat noch einen draufgesetzt. Wer das Halt an unserer Grenze nicht akzeptiert, der ist ein Angreifer. Und gegen Angriffe müssen wir uns verteidigen. Auf die Frage eines Facebook-Users, ob man denn auch Frauen und Kinder den Zutritt mit Waffengewalt verweigern sollte, antwortete sie knapp mit: Ja. Was mich zu meiner Ausgangsfrage zurückbringt. Wie gefährlich ist die AfD? Wissenschaftlich würde ich sagen, dass eine Skala gar nicht weit genug gehen kann, um den Grad der Gestörtheit zu erfassen. Umso schlimmer, dass die AfD laut einer aktuellen Umfrage auf 13% käme, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre. Schon Mitte März stehen die Landtagswahlen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt an. Und bis dahin sollte sich Deutschland bitte wieder zusammenreißen.